Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, herzliche Grüße aus Brüssel. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr den Weg in das Burgtheater gefunden habt, um an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt teilzunehmen. Heute wird der Film Underdog gezeigt, der mit einem Tiermotiv die Behandlung von Minderheiten in Ungarn behandelt. Insbesondere Roma und asylsuchende Flüchtlinge werden mit Repressalien unter dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban diskriminiert. Wenn die Hunde stellvertretend für die unterdrückten Ungarns ihr Unrecht blutig gegen die Menschen wenden, sich gegen Autoscheiben werfen und Marktstände plündern, symbolisiert dies die pure Verzweiflung. Die Botschaft von Underdog lautet: Eine Politik, die sich über den Ausschluss von Minderheiten definiert, schürt ihrerseits Aggressionen, die auf sie zurückschlagen. In Underdog schwingt die Notwendigkeit eines Aufstandes mit, in einem Land, dessen Regierung das Verfassungsgericht entmachtet, Bürger- und Menschenrechte aufkündigt und Minderheiten zur Jagd freigibt. Ich wünsche Ihnen und euch ein interessantes und gutes Kinoerlebnis und anschließend eine gute Diskussion mit Rados Raduli von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft aus Sachsen-Anhalt. Nun Mats ab, beste Grüße aus Brüssel, Ihr und Euer Arne Lietz.